begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ihr wisst Bescheid, nur noch ein paar Tage, dann ist es endlich geschafft. Was gibt's jetzt? Snippies. Der Dezember ist gekommen und meine neue Modemarke MAM erscheint. Und Freunde, ihr seid so unfassbar hyped. Ich freue mich über diesen Mega-Support. Ihr seid alle mega pumped auf die neue Modemarke. Auch auf Instagram geht's momentan extrem ab. Wir haben noch nicht mal den ersten Drop und schon knapp 10.000 Abonnenten. Ich freue mich natürlich mega darüber und kann euch nur sagen, bleibt dran, bleibt gespannt. Es wird in Kürze die ganz genauen Release-Daten geben. Es wird genauer gezeigt, wann kommt was, wann kommt das Promo-Video, wann werden die einzelnen Pieces vorgestellt und wann ist dann endlich der Drop. Ich freue mich darüber, möchte jetzt aber auch gar nicht mehr länger quatschen, denn Leute, es wird Zeit. Bitte, 2 Wochen oder sowas, kein Reaction-Video mehr auf meinem Kanal. Wo sind die ganzen Reactions hin, fragt euch natürlich. Und? Wie kommst du da hin? Warum sollte ich euch auch enttäuschen? Es gibt heute wieder ein Reaction-Video in gewohnt schlechter Qualität und zur Abwechslung mal mit einem Video, das noch gar nicht so unaktuell ist. Natürlich wieder ein Video von unserem netten Leon, Leon, das habt ihr mir vor kurzem zugeschickt, also einige von euch. Ich will gar nicht wissen, was mich da in diesem Video erwartet, aber wir werden es herausfinden. Wie viel ist dein Outfit wert? Rich Kids Edition, also so ziemlich der gleiche Titel, den er bei jedem zweiten Video gefühlt verwendet. Wir schauen einfach mal rein und schauen, was uns da gezeigt wird. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir, wie gehabt, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, ich habe letztens in meinen YouTube Analytics gesehen, 80% der Leute, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ihr habt die Möglichkeit, mich kostenlos. Aber wer mich noch nicht. Freunde. Abonnieren, ja, ist ganz klar. Nur zu supporten, Leute, indem ihr mich abonniert, ganz einfach auf den Abo-Button drücken. Okay, passt, mach mal, ja. Mir würde das viel helfen. Ja, ja, wir helfen. Alles gut, und bei dir? Auch, was machst du heute in der Stadt? Heute Date. Date, ist, ja, Schlittschuhlaufen. Ah, okay. Ja. Da hast du dich so ein bisschen rausgeputzt fürs Date, ne? Ja, eigentlich immer, ich hab nur okay, heute. Okay, also wir sehen natürlich sofort Gucci und die Balenciaga Triple S sind uns gleich mal ins Auge gestochen. Die Hose persönlich sagt mir nichts und die Jacke vielleicht eine ähnliche, die Leon da trägt. Und wir haben natürlich wieder den Labello als Mikrofon. Echt also, jetzt? Ja, wirklich. Wie kommt das? Ja, ne, man möchte auch gut aussehen, oder nicht? Normal muss sein. Trinkst du nur Markensachen oder hast du auch... Ich meine, ich würde auch nicht eine Marke holen, so, aber ich sag so... Ich würde auch nicht Marke holen, so. Okay. Ich kaufe das, was geil ist, und im Apropos gibt es halt... geile Sachen so für dich. Es fängt bei Balenciaga an, also ich meine, was willst du dann machen, ne? Ja. Und dann hast du halt eben Markenklamotten und es fühlt sich auch gut an. So, ja. Okay, prinzipiell gebe ich ihm ja mit einigen Aussagen recht, aber wie... großkotzig er das Ganze von sich gibt. Okay, na gut. Also meinst du die Qualität oder? Die Qualität natürlich, aber auch, weil ich meine, du siehst das ja nicht überall. Ich meine, bei Sarah ein Kaschmir-Pullover. Trägt jeder. Ja, weil es ist eine gute Ware für den Preis. Und der Boy da hinten ist auch nicht schlecht, oder? Nice. 100 Euro, reines Kaschmir. Coole Hose, Bro. Kaschmir, dann trägt es natürlich jeder. Ah, ich habe einfach gewartet, bis er wieder darüber kommt. Also fest, die Adidas aus dem Jahre 2017 und die Hose feier ich, würde ich genauso tragen. Ja, ja. Und bei Balenciaga oder Neil Barrett jetzt in meinem Fall, das Neil Barrett trägt halt nicht jeder, A Preis, B Stückzahl, aber ja. Aber ja, ja, die Stückzahl bei Gucci und Balenciaga ist natürlich nicht so hoch. Ne? Also ist ja immer alles sofort ausverkauft, na sicher. Ja, okay, macht Sinn. Okay, ich muss sagen, ist auch ein cooles Outfit. Ich finde das kombiniert. Mhm. Die Hose. Keine Ahnung, was das für eine Hose ist. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Was haben wir da für Schuhe? Balenciaga Triple S. Balenciaga Triple S. Ja. Was sagt man für dich? Keine Ahnung, ich glaube 700. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe so viele Schuhe. Christian Louboutin, ich habe oft... Er weiß es gar nicht mehr, wie viel er bezahlt hat für die Schuhe. Mhm. Ich habe Balenciaga Speed Trainer, Triple S. Ich habe locker 11 richtig heftige Schuhe. Das. Wow. Wie sehr kann man flexen? Boah, Balenciaga, ich weiß es gar nicht. Ich habe Balenciaga Triple S, Louis Vuitton, das, dies. Ich habe Minimum 11 heftige Sneaker. 12, keine Ahnung so. Keine Ahnung so. Im Wert von 10.000 Euro so ungefähr. Ne? Schätze ich, ich sehe das. Ich sehe das gar nicht mehr. Das sind für mich Peanuts. Halt nicht, ne? Normal.
normal. Okay, und sind Sie bequem? Ja. Bequem oder bequem? Okay, und sind Sie bequem? Ja, auf jeden Fall. Pflegst du deine Schuhe auch gut, ja, ne? Ja. Muss sein. Ja, Louboutins, aber die anderen nicht so. Ach so, okay. Die Lederschuhe sind wichtig, ja. Normal. Die sind ja auch so, die haben auch so ein bisschen Leder an der Seite, ne? Ja. Aber der Gucci-Hut, ich weiß nicht, der schaut so aus, als wäre der entweder richtig schlecht gewaschen worden oder richtig schlecht gewaschen und fake. Also bei dem Typen bin ich mir echt nicht wirklich sicher, Fanny. Okay, was haben wir noch? Hose? Hose Neil Barrett, das ist eine Zipperhose für 725 Euro. 725 Euro? Ja, für die Hose. Hauptsache für die Hose weiß er den Preis wieder ganz genau, aber den Sneakern keine Ahnung mehr. Bei 11 richtig heftigen Sneaker, ich sehe das alles gar nicht mehr. Ja, dreh mal ein bisschen zur Kamera. Okay, wo kriegt man die her? Alles apropos. Alles außer die Jacke, die habe ich bei Pound gekauft, ja. Okay. Und der Hoodie, den habe ich bei in Frankfurt im Gucci Store gekauft. Was haben wir für den Hoodie? Hoodie, ich glaube, das sind 800, 700 irgendwie so, auch okay. Keine Ahnung mehr. Na, keine Ahnung. Okay, not bad, not bad. Was haben wir noch? T-Shirt? Darunter natürlich noch Balenciaga Boxerhose. Das ist wichtig natürlich, eine Balenciaga Unterhose. Freunde, einfach ohne. Beste Leben. Vertrau mir. Balenciaga Boxershorts. Ja, Mann. Darunter habe ich von... Hast du was? Hast du... Wie hektisch der das unbedingt herzeigen muss. Der Flex muss sofort passieren. Achso, boah, keine Ahnung. Ich glaube, für drei Hosen... 200 irgendwas, also 200. Geht eigentlich. Bei Potter. Okay. Was war die Frage? Hast du was, hast du denn bezahlt für den Boxershorts? Ach so, okay, Boxershorts. Check. Potter. Ja. Okay, dein Gürtel habe ich noch gesehen, was das richtig, ist. Richtig, bisschen Louboutin-Gürtel. Ja, Louboutin feiert der anscheinend, weiß ich nicht. Ist absolut nicht meine Marke, Louboutin. Meine nicht. Der erinnert mich zu sehr an Giuseppe Zanotti. Von den Schuhen jetzt her. Ja, also. Mit roten Akzenten natürlich. Kann man den umdrehen, ne? Ja, natürlich. Also. Louboutin muss natürlich immer mit roten Akzenten. Also, Akzent. Bubble. Ist aber auch eine Ansage, ne? Ja. Und wo hast du den her? Auch apropos. Auch apropos. Ja. Okay. Ist das schon VIP-Kunde? Ja, letztens war dann Pre-Sale gewesen, war ich nicht da gewesen, keine Zeit so, aber 40% bekommt man dann natürlich so. Oh. Also, ich meine, hat natürlich Vorteile so. Also. Das ist halt immer die Geschichte mit diesem Selbstwert, gell? Wenn man sonst keinen hat, dann muss man sich ganz, ganz, ganz stark und ganz, ganz dringend durch andere Wertgegenstände identifizieren und natürlich auch den anderen mit seinem eigenen Hab und Gut überhäufen, dem immer auf die Nase binden, wie super man ist, weil man so viele tolle Markensachen hat und wie wichtig man ist, weil man da und dort was geschenkt bekommt und für wie wichtig andere einen halten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Okay, was haben wir noch? Beim T-Shirt, das war auch ein Balenciaga-T-Shirt. Ah, jetzt kommt wieder die Leon-Musik. Yeah, yeah, yeah. Richtig, Balenciaga-T-Shirt mit der neuen Ziel, also mit dem neuen Logo. Ja. Wie hektisch, warum so hektisch? Was heißt das, als Underwear-T-Shirt, also? Wie er das betonen muss. Als Underwear-T-Shirt sogar mein Basic-Shirt, was ich nur drunter habe, kostet 400 Euro. Aha, ich sehe das alles gar nicht mehr. Für das keine Ahnung mehr. Ich glaube 450 ist der Standardpreis bei Balenciaga so. Und als Der Standardpreis für Shirts ist 450 bei Balenciaga. Ist mir neu, aber okay, Bro. Hoodie halt Gucci. Im Real Look. 800 irgendwie so, ja. Okay, was haben wir noch? Deine Kette? Meine Kette ist eine Königskette. Irgendwas mit 400 Euro. Aus Silber, ne? Ja, aus Silber. Habe ich hier auch nochmal eine Königskette? Ja. Königskette! Habe ich hier auch nochmal. Dann habe ich hier nochmal meine Uhr. Eine Omega-Uhr, ne? Ja, eine Limited Edition. Ja. Das ist, na klar, muss natürlich Limited Edition freien, ist logisch. Limited Edition, also ich spende, ein Teil vom Geld wird gespendet. Ja. Ist eine gute Sache so. Okay. Aber ja. Was kostet denn so eine Uhr? 4.700 Euro. 4.700? Ja. Okay. Was haben wir noch? Deine Winterjacke, zeig mal ein bisschen in die Kamera. Eine Canadian Goose. Canada Goose Winterjacke. Canada Goose. Ups. Upsi. Hält die gut warm? Ja, wie man merkt, ich habe keine. Ja, ja sieht man ja, ne? Normal. Was hast du für die bezahlt? Ich glaube knapp 1000 oder so. Weiß ich nicht. Ich hätte nämlich auch fast Grey Goose gesagt. Da kommt der Limonade-Trinker wieder durch.
Und Power, ne? Entweder war es über 1000 oder es war leicht unter irgendwie so. Okay. Okay. Ich sehe das alles gar nicht mehr. Über 1000, leicht unter 1000. Ah, alles dasselbe. Basic-Jacke. Die habe ich drunter an. Ja, noch irgendwas oder was das? Boah, hab ich noch. Ja, meine Brille Yves Saint Laurent. Ja. So. Echt? Ich habe mir ernsthaft gedacht, die hat ihm Daniel Radcliffe geschenkt, nachdem er fertig war mit dem letzten Harry Potter Teil. Aber okay, wird immer wieder eines Neuen belehrt. Meine Haare, ja, und Parfüm war heute... Na, was ist jetzt? Ja. Jetzt hängt's oder was? So, meine Haare, ja, und Parfüm war heute drauf. Scheißdrecks-Internet, was ist denn schon wieder? Na! Dreck, Elendiker, na! Das, na! Oh. Das Creed Aventis Cologne. Das kostet auch 200 Euro. Das klingt jetzt wie so ein Zauberspruch, den Harry Potter jetzt gesagt hat. Das Creed Aventis Cologne. Das kostet auch 200 Euro. Ja, 250 Euro. 250. Und die Brille von Yves Saint Laurent? 300 Euro, knapp. Ja. Okay, Leute, Gesamtausschusspreis werden wir jetzt hier mal ein. Muss schon sagen. Okay, also auch Leon hat sich jetzt irgendwie neu orientiert mit seinem Design. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendeine RTL-Serie oder an so einen TAF-Beitrag. Sehr gut, Leon. Freut mich, dass du da immer wieder neue Ideen mit einbringst. Tolles Outfit. Danke, Mann. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 22. 22? Ja. Okay. Darf ich fragen, was du beruflich machst, weil das ist ja schon ein relativ teures Outfit. Ja, ich bin Azubi. Ah, Azubi bist du. Zauberer Azubi vielleicht. Aber er schaut mir eher nach Hufflepuff aus, keine Ahnung. Im Verkauf von Schuhen und versucht damit natürlich auch nochmal Geld zu machen. Man kann davon auf jeden Fall Nebenverdienst gut Geld machen. Und dann kaufst du dir halt so teure Klamotten, ne? Ja, für mich ist halt ein Hobby so, ich zocke nicht mehr. Ja. So, und dann sage ich so, okay, ich habe ja was davon, ich sehe cool aus, ey, ich mache es ja nicht für andere, ich fühle mich ja auch da drin gut. Ja, so, weil natürlich tut man damit auch ein Statement setzen, ist ja logisch. Ja, man tut ein Statement setzen tun. Aber auch für mich selbst, das ist so ein Spiel, weißt du, ich bin morgens früh, zieh mich um und denk so, okay, was ziehst du jetzt an, kleist dich ein, gehst los und... So ist dein perfektes Outfit. Ja, so. Diesmal war es von ihr gewesen, ja. Ja, okay, nice. Ich muss sagen, not bad, gefällt ja, mir. Danke. Möchtest du noch irgendwas in der Kamera sagen? Ja, richtig, auf jeden Fall, folgt mir auf Instagram, Leon_Molde. Es geht wieder los. Leon_Molde_, ich sehe das alles gar nicht mehr. Power. Wie heißt du? Langhaus. Ja, Gucci-Anzug, aber Bruder, der wäre eine Nummer größer auch noch gegangen. Es schaut aus wie eine lange Radlerhose und das Gepäck im vorderen Bereich wird auch ordentlich betont für die Ladies. Bruder. David. Ist dem nicht kalt außerdem? Ja, was genau. Der hat Schilder in seinem Radanzug, ich pack ihn nicht. Das geht. Bist du einkaufen heute oder? Ja. Nee, heute am Fahrrad, Bruder. Heute nicht. Musst du schauen, fang jetzt gerade erst an. Fängst du jetzt erst an? Er ist nackt gekommen und jetzt fängt er gerade zum Shoppen an. Also Shirt und Trainingsanzug hat er schon. Jetzt geht's weiter mit Haube und Gucci-Jacke, vermutlich. In der New York Yankees Kooperation. Aber da muss vorher noch mal drunter eine College-Weste sein. In der New York Yankees Kollektion, der Akku geht aus, verdammte na. Alles geht meier, ich mag nicht mehr. Das war's mit diesem Video, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht, MEM kommt bald raus. Und das war's von mir, euer Maximilian. Schön, wie ich das alles noch untergebracht habe. Beste Leben. Creed Aventis, Sneakies. Wir nehmen die Nike auch noch. Ja. Was? Ja.